Russischer Treibstoff, Tigertrommeln und NATO-Militärtransporte durch die Suwałki-Lücke. Wir besuchen den litauischen Grenzbahnhof Mokava. Es ist morgens 10:45. Wir befinden uns in Litauen am westlichen Zufahrtsgleis zum Bahnhof Mokava. Der Kesselwagenzug, der uns gerade passiert, kommt aus dem knapp 8 Kilometer Luftlinie entfernten Polen. Die Kesselwagen scheinen mir leer zu sein. Hier in Mokava betreibt der polnische Mineralölveredler und Tankstellenbetreiber Orlen ein großes Tanklager. Dort werden die Kessel dann wohl befüllt. Der Bereich hier ist als die sogenannte Suwałki-Lücke bekannt. So wird das Gebiet um die Grenze zwischen Litauen und Polen von der NATO bezeichnet. Es ist die einzige Landverbindung der baltischen Staaten mit der EU und den anderen NATO-Mitgliedern. Es ist das etwa 66 Kilometer breite Territorium zwischen der russischen Exklave Kaliningrad, dem früheren deutschen Königsberg, und Weißrussland. Benannt wurde die Lücke nach der polnischen Stadt Suwałki. Etwa eine Stunde und 45 Minuten später kommt die polnische Diesellok wieder bei uns vorbei. Jetzt hat sie deutlich mehr zu tun, denn die Kesselwagen, die sie in Mokava übernommen hat, sind wohl voll und schwer. Wer die Drehgestelle der Tigertrommel kennt, wird eine starke Ähnlichkeit mit denen der polnischen Reihe ST-48 feststellen. Diese Loks entstanden durch den Umbau alter Maschinen der Baureihe SM-48, die ebenfalls aus der Sowjetunion kamen. In westlicher Richtung nach Polen führt von Mokava aus ein Normalspurgleis. Nach Osten verläuft ein Vierschienengleis bis zum nächsten Bahnhof Cześć-Dokaj, wo es sich in Normal- und Breitspur trennt. Ich bin jetzt mit der Kamera auf den Bahnsteig 2 des Personenbahnhofs von Mokava umgezogen. Hier fällt als erstes eine grüne Doppellokomotive auf, die wohl auf Arbeit wartet, denn es ist jemand an Bord. Die beiden Gleise links vom Bahnsteig haben russische Breitspur. Die rechten 6 sind normalspurig. Ins Orlen-Tanklager führen von Westen kommen 2 Gleise. Eines normal, das andere breit. Die Stimmen, die wir hören, stammen von Soldaten einer kroatischen Einheit, die nach 6 Monaten Dienst im Baltikum auf dem Weg nach Hause sind. Sie stehen hier schon 5 Stunden in praller Sonne und warten auf ihre polnische Lok. Aus dem Osten kommend läuft auf dem breitspurigen Gleis 1 ein zweiteiliger Dieseltriebwagen vom Typ 630 Miel ein. Das Fahrzeug stammt vom polnischen Hersteller Pesa. Der Triebwagen ist Teil der täglichen Verbindung von Wilna nach Krakau. Laut Fahrplan sollte er um 14.41 Uhr ankommen. Aber was sind 3 Minuten Verspätung? Da sind wir in Deutschland Schlimmeres gewohnt. Ein beherzter Sprung aus dem Triebwagen, ein Blick nach links, ein Blick nach rechts. Nein, der Anschlusszug nach Krakau ist noch nicht da. Ob die Zugführerin ihn herbeitelefonieren kann? Ja.
Mit etwas mehr als 13 Minuten Verspätung trifft dann auch der Zug von PKP Intercity ein. Gezogen wird er von einer beim polnischen Hersteller Pesa angemieteten 2280 kW starken Diesellok vom Typ Gamma. Die Loks sind nur für Polen zugelassen. Die eingeblendeten Uhrzeiten zeigen die in Litauen geltende osteuropäische Sommerzeit, die unserer Sommerzeit eine Stunde voraus ist. Gut, heute ist es trocken und die Sonne scheint, aber dass der Bahnsteig keine Überdachung hat, kann ich nicht verstehen. Die meisten Tage im Jahr werden die Fahrgäste hier so sicher im Regen und Schneefall warten müssen. Es fehlen auch Sitzmöglichkeiten und Abfallkörbe. Im letzten Jahr konnte der polnische Zug auf dem im Rahmen des Projekts Rail Baltica verlegten Normalspurgleis schon direkt bis ins litauische Kaunas fahren. Der Verkehr wurde aber wegen fehlender litauischer Zulassung für die polnischen Triebfahrzeuge wieder eingestellt. Insgesamt geht hier im Bahnhof Mokawa alles recht gemächlich vor sich. Auch die Rangierer haben nicht viel zu tun. Zwischen den Einsätzen an den Zügen sitzen sie meist auf dem Bahnhofsparkplatz in ihren privaten Autos und dösen vor sich hin. Schau mal einer an. Es interessiert sich hier außer mir also noch jemand für die Eisenbahn. Der junge Mann, der da noch schnell ein Foto von der Doppellok machen will, ist der russische Eisenbahn-YouTuber Semaphor-Film. Er kam eben mit dem Zug aus Polen. Bevor er seine Reise mit dem Breitspur-Triebwagen fortsetzt, kommen wir kurz ins Gespräch. Der Lokführer der Doppel-Tiger-Trommel hat jetzt genug vom Warten. Er hat zwei Bremsschuhe unter die Lok gelegt. Wenn er die Führerstände abgeschlossen hat, geht er und macht Feierabend. Die litauische Doppellok mit der Nummer 2M62 0600 fuhr ursprünglich auf russischer Breitspur. Vor einigen Jahren wurde sie auf Regelspur umgebaut. Dabei erhielt sie auch anstatt der Mittelpufferkupplung die in Europa noch üblichen Schraubenkupplung und Seitenpuffer. Dass die Doppellok mal eine Breitspurausführung war, kann man noch an den Drehgestellen sehen, die jeweils nur einen Bremszylinder auf jeder Seite haben. Die für Regelspur gebauten Fahrzeuge haben immer zwei Zylinder, so auch die V200 der Deutschen Reichsbahn. Neben angemieteten Pesa Gamma setzt PKP Intercity auch 10 eigene Fahrzeuge ein. Von dem Lokomotivtyp gibt es auch elektrische Ausführungen, die im deutschen Netz einsetzbar wären, wenn sie denn eine Zulassung für Deutschland hätten. Der zuerst angekommene Dieseltriebwagen von LTG Link fährt auch als erster wieder ab. Mit nur 2 Minuten Verspätung verlässt er Mokawa in Richtung Vilna. Ebenfalls mit 2 Minuten Verspätung fährt dann auch der polnische Intercity, der nach einem polnischen See in der litauischen Seenplatte den Namen Hansa trägt, in Richtung Krakau ab.
und die kroatischen Soldaten warten noch immer auf ihre Weiterfahrt. Nach einer weiteren Stunde in der Sonne kommt endlich die Lok für die Kroaten. Die polnische Tigertrommel hat einen NATO-Militärtransport am Haken. Die ST-44-1266 präsentiert uns hier kurz ihre Breitseite, die einen guten Blick auf die Drehgestelle mit den jeweils zwei Bremszylindern der Normalspur-Tigertrommeln ermöglicht. Die Fahrzeuge auf den Flachwagen gehören dem Panzergrenadierbataillon 391 der Bundeswehr in Bad Salzungen. Im Februar hatten sie den Befehl erhalten, im Rahmen der Enhanced Forward Presence mit deutlich über 100 Soldaten nach Litauen zu verlegen. Die 11 Marder Schützenpanzer und der Leopard Bergepanzer sind die Ablösung für die Kroaten, die mit ihren 15 Patria Radpanzern gleich ihre Heimreise fortsetzen können. Den Kroaten war es irgendwann gelungen, das Stromaggregat für die Klimaanlage ihres der Deutschen Bahn gehörenden Reisewagens in Betrieb zu nehmen und damit für erträgliche Temperaturen im Waggon zu sorgen. Ich stand zu der Zeit auch schon stundenlang ohne Sonnenschutz auf dem Bahnsteig und machte auf die Soldaten wohl einen recht bemitleidenswerten Eindruck. Einer von ihnen kam über die Gleise und drückte mir ein EPA oder Ein-Mann-Paket genanntes Verpflegungspaket in die Hand. Er nannte es ein Geschenk der kroatischen Armee. Bis heute habe ich es nicht geöffnet, werde darüber aber mal ein Auspackvideo machen und dann oben rechts verlinken. Was wir hier hören, ist das Stromaggregat des grauen Reisewagens. Bei der Deutschen Bahn wurden die Tigertrommel oder Wumme genannten M62 Diesellokomotiven alle bis 1995 ausgemustert. Einige wurden danach an andere Bahnen abgegeben. So gingen 29 Exemplare nach Litauen und 31 nach Polen. Sogar in Nordkorea fahren heute noch einige Tigertrommeln aus Deutschland. Die Deutsche Reichsbahn hatte 378 M62 Loks als V200 im Einsatz. Wesentlich mehr liefen in Polen bei der PKP. Für Normalspur gab es 1114 Exemplare, auf Breitspurstrecken fuhren 68 Stück. Daneben gab es in der DDR und Polen auch noch Fahrzeuge bei den Werkbahnen einiger Großbetriebe. Das stundenlange Warten der Soldaten hat jetzt bald ein Ende. Die polnische Lok hat sich einen eigenen Rangierer mitgebracht, der den Zug ankuppelt.
Lokomotive und Zug sind verbunden. Dann kann die Reise ja gleich beginnen. Da kommt auch schon die in voll orange gekleidete Zugführerin über die Gleise gelaufen. Sie bringt den Fahrauftrag für den Lokführer. Auf dieser polnischen Lok sind also 3 Mann Personal. Unter Fachkräftemangel scheint die PKP Cargo also nicht zu leiden. Na, schnell noch ein bisschen Müll aus dem Fenster schmeißen? Dann geht's für die Kroaten endlich weiter der Heimat entgegen. Die Patria-Schützenpanzer stammen vom gleichnamigen finnischen Rüstungskonzern. Neben Kroatien setzen auch andere Armeen diesen Typ ein. Polen hat sogar eine schwimmfähige Variante mit Propellerantrieb. Kurz nachdem der Kroatenzug Mokava verlassen hat, rangiert eine gelbe CME-3 der LTG Cargo einen regelspurigen Kesselwagenzug aus dem Tanklager ins Gleisfeld des Güterbahnhofs. Vor den breitspurigen Kesselwagenzug links vom Bahnsteig hat sich auch eine Lok gesetzt. Sie schiebt den Zug zusammen, der wegen der Überwege in mehrere Teile getrennt war. Zum Abschluss des Tages habe ich die Videokamera am östlichen Ausfahrtgleis aufgestellt.
Es ist ein Vierschienengleis für Normal- und Breitspur. Von links ergeben die erste und dritte Schiene ein 1435 mm und die beiden anderen ein 1520 mm Gleis. Knapp zwei Stunden später fährt eine litauische TEM TMH auf dem breitspurigen Gleisteil den Kesselwagenzug in Richtung Osten ab. Dieser Loktyp wurde aus alten TEM 18 aus russischer Produktion umgebaut. Die sicher noch von der sowjetischen Staatseisenbahn stammenden Kesselwagen befinden sich in keinem guten Zustand. Nahezu alle Räder haben Flachstellen und Vertiefungen in den Laufflächen. Obwohl die Waggons offensichtlich alle leer sind, lassen sie mit ihrem unrunden Lauf den Boden stark erzittern. Die alten Kesselwagen gehören überwiegend zu Orlen Lituva. Die Firma betreibt die einzige Raffinerie im Baltikum. Laut kyrillischer Beschriftung können die Kesselwagen mit Benzin oder Öl beladen werden. Wo mag der Treibstoff herkommen? Eigentlich bleibt da nur Russland als möglicher Lieferant, trotz des Ukraine-Krieges. Inzwischen kann dieser Verkehr aber auch schon wieder historisch sein, denn Putin verbot am 22. September 2023 den Export von Benzin und Dieselöl, angeblich um die eigene Versorgung zu sichern. Kaum war der lärmende Kesselwagenzug weg, kam die litauische Polizei, um mich zu kontrollieren. Sie wären von besorgten Bürgern gerufen worden und wollten wissen, was ich da am Gleis machen würde. Auf meine Erklärung, Züge zu filmen, meinten sie, dass das gefährlich sein könnte, was ich aber verneinte. Sie fuhren wieder ab und ich konnte ohne irgendwelche Beschränkungen weitermachen. Vier Stunden nachdem der Bundeswehrtransport in Mokawa eingetroffen ist, geht auch für ihn die Fahrt in östliche Richtung weiter. Ich hatte schon befürchtet, dass es noch später werden würde und das Licht für brauchbare Aufnahmen nicht mehr reichen könnte. Tatsächlich war es aber schon dunkler, als es das Video jetzt vermittelt. Auch diese normalspurige M62 der litauischen LTG Cargo mit der Nummer 1150 fährt auf ehemaligen Breitspurdrehgestellen. Von der Lok gibt es aber auch Aufnahmen, die sie mit jeweils zwei Bremszylindern an jeder Drehgestellseite zeigen. Zum Abschluss noch eine Begebenheit hier in Litauen, die mich doch sehr überrascht hat. Nach den Aufnahmen fuhr ich auf dem Weg zu meiner Unterkunft noch einen Supermarkt an, um etwas zu essen und zu trinken zu kaufen. An der Kasse nahmen sie mir doch prompt die Bierflaschen weg. Begründung: In Litauen sei nach 20 Uhr der Verkauf von Alkohol verboten. In dem Land darf man sich also den ganzen Tag über besaufen, aber abends soll man nüchtern bleiben. Schon recht merkwürdig. Damit endet unser Besuch in Mokawa, oder heißt es Mokawa, und der einzigen Bahnverbindung in der Suwałki-Lücke. Ich hoffe, Ihnen hat der Ausflug gefallen. Wenn ja, geben Sie bitte einen Daumen hoch und abonnieren Sie diesen Kanal. Das ist kostenlos und Sie verpassen so kein Video. Tschüss und danke, bis zum nächsten Mal.